Das ist das Q&A zu meinem Selbstversuch «Haarlos als Frau». Und zuallererst möchte ich sagen, dass es mich mega gefreut hat, dass so viele positive Kommentare gekommen sind, so viele positive Rückmeldungen. Das hat mich auch sehr berührt, dass zum Teil die Leute geschrieben haben, hey, ich habe gar nicht gewusst, dass Frauen das auch haben können oder ich bin jetzt sensibilisiert auf das. Oder sich bedankt haben, dass wir über das Thema berichten, vor allem halt auch andere betroffene Frauen. Und an einer Reaktion haben die Leute ganz besonders Freude gehabt. Machst du eine Home Story? Schau, die Haare schön. Ja, ja. Und was du, was meinst du? Ja, cool. Cool? Ja? Ja. Es haben wirklich ganz viel geschrieben, hey, die Reaktion von deinem Vater ist super. Oder jemand hat geschrieben, die Bär ist der geilste. Das hat mich natürlich auch gefreut. Und ich muss auch sagen, dass ich mega froh bin, dass ich so ein Umfeld habe, wo so locker reagiert hat. Und ja, es hat natürlich mir auch extrem geholfen auf diesem Weg. Die SK schreibt, sehr geniale Reportage. Ich hatte auch mal eine Selbsterfahrung mit Glatze. Mir war das viel zu kalt am Kopf. Die teils auch nachts beim Schlafen sehr störende Kälte ist eigentlich der Grund, warum ich nicht mehr Millimeterschnitt haben möchte. Wie geht es dir mit der Kälte am Kopf? Tags, nachts, bei Wind, starker Sonneneinstrahlung? Liebe Grüße. Ja, also ich muss sagen, das war am Anfang ein grosses Problem, sage ich jetzt mal so. Ich hatte wirklich immer kalt. Also auch zum Teil drinnen, wenn ich irgendwie gelüftet habe oder so, musste ich gerade eine Kappe anziehen. Beim Schlafen ist es mir jetzt nicht so störend vorgekommen. Aber so die ersten ein, zwei Wochen, das war wirklich heftig. Ich hatte dann aber das Gefühl, dass mein Kopf sich langsam daran gewöhnt. Und jetzt wird es natürlich auch wärmer. Das ist natürlich auch noch ein Grund. Aber ich habe auch gemerkt, dass man mega aufpassen muss mit der Sonne. Also das habe ich vorher schon gewusst. Aber jetzt, als es ein paar Tage mal so schön war, dann merkt man natürlich, die Sonneneinstrahlung extrem am Kopf. Und man muss sich auch mega gut eincremen, was aber ja dank der nicht vorhandenen Haare eigentlich kein Problem ist. In den Kommentaren hat es auch ein paar Frauen gehabt, die selber betroffen sind, die ihre Geschichte geteilt haben und ein bisschen ihre Erfahrungen auch. Einerseits Corinne, sie schreibt, vielen Dank für diese tolle Reportage. Wie großartig und mutig dieser offene Umgang mit dem Thema Haarausfall. Da ich selber davon betroffen bin und auch eben meine Haare wieder zum x-ten Mal verloren habe und nun kahl rasiert bin, freut es mich umso mehr, dass darüber so öffentlich berichtet wird. Gerne würde ich mich auch mit betroffenen Frauen austauschen. Auch die Elif hat genetisch bedingten Haarausfall. Sie schreibt, als es mir das erste Mal aufgefallen ist, habe ich mir große Sorgen gemacht. Ich bin zu zwei verschiedenen Hautärzten, habe mich aber bei beiden nicht verstanden gefühlt. Sie meinten beide nur, dass ich nun eben diesen Haarausfall hätte und es nicht mehr besser würde. Die Aussage hat mich auch ein bisschen getroffen, weil ich habe das von vielen auch gelesen, von vielen Frauen auch, zum Beispiel in den Foren, wo ich unterwegs war, dass sie sich nicht ernst genommen fühlen von der Hautarzt oder Hausarzt oder was auch immer. Und dann das natürlich halt auch noch viel schlimmer macht für sie. Eine weitere Betroffene, die Victoria, beschreibt noch ein anderes Problem, das sie hat mit dem Haarausfall und dem Abrasieren vor allem. Sie schreibt, abrasiert hatte ich mir die Haare auch schon des Öfteren bis zur Glatze. Ich selbst finde mich schön und dann auch mal weniger schön. Und manchmal mag ich mich gar nicht leiden. Vor allem, wenn ich Single bin, denke ich mir, es liegt mit daran, weil Frauen mit vollem Haar einfach dem Idealbild entsprechen. Bei der Männerwelt kommt es meiner Erfahrung nach nicht so doll rüber ohne Haar. Ihre Kompaktheit fragt, warum hast du nicht bei 6 mm angefangen, sondern gleich mit 2 mm? Jetzt müssen wir hier schnell schauen. Machen wir mit 2, hä? Okay. Wow. Wow, krass. Ich habe immer gedacht, ich fange mit dem Kleinsten an. Also gerade irgendwie mit 0,5 oder 0,8 mm. Es kommt ein bisschen auf Rasieren drauf an. Aber ich habe dann gleich ein bisschen Zweifel gehabt und dachte, okay, ich fange mal mit 2 mm an. Dann kann ich immer noch weiter runter. Wenn die Haare bei mir, sobald sie wieder ein bisschen länger sind, sieht man auch die kahle Stelle ein bisschen besser. Und je kürzer sie sind, desto weniger sieht man es meiner Meinung nach.
Und darum habe ich sie auch wirklich ganz, ganz kurz meistens. Es hat auch kritische Kommentare gegeben. Der Exzessiv01 schreibt, Mann ohne Haare ist etwas Alltägliches. So ganz im Stil, kein Problem, stinkt normal. Na dann, danke fürs Woman's Planning, Corina. Ich fand's gar nicht lustig, als sich meine Haare bei mir noch vor Mitte 20 quasi verabschiedet haben. Ich habe auch nie gesagt, dass es für Männer nicht schlimm ist oder genauso schlimm ist wie für Frauen. Das will ich auch überhaupt nicht abstreiten oder das minimieren. Ich habe nämlich auch von Männern gehört, die gesagt haben, hey, ich habe die genau gleichen Gedanken und die genau gleichen Zweifel gehabt wie du auch. Damals, als ich mir die Haare abrasiert habe wegen dem Haarausfall. Und das finde ich auch absolut verständlich und nachvollziehbar. Was halt natürlich aber ganz anders ist, ist, wie sie in der Gesellschaft angeschaut wird. Ein Mann mit Glatze ist wirklich halt einfach ein normales Bild. Man sieht es halt öfter. Bei Frauen ist es halt wirklich so, dass sie meistens kaschieren, versuchen zu verstecken und man es darum halt auch weniger sieht. Und genau um das ist es mir eigentlich gegangen. Es hat auch viele Kommentare gegeben zum Thema Haartransplantation, Perücke und so weiter. Der Guru schreibt Respekt an die Frauen, dass sie so offen über das reden, aber wieso keine Haartransplantation machen, die ja nur 8-10 Stunden geht und auch meistens ein Resultat bringt. Ich als Mann habe es gemacht und frage mich, wieso ich das nicht schon früher gemacht habe. Falls jemand Fragen hat, hilfe ich gerne. Und auch der SH schreibt, dank der Haartransplantation habe ich meine volle Mähne zurückgekriegt. Das funktioniert bei Frauen noch besser. Ja, das ist natürlich eine Möglichkeit, das zu machen. Für mich persönlich fühlt sich das jetzt nicht richtig an. Ich habe mir jetzt die Haare abrasiert, um das quasi akzeptieren, um damit zu leben. Und man muss auch sagen, natürlich eine Haartransplantation garantiert nicht, dass, es nachher dann, dass man nachher dann wieder die volle Haarpracht hat oder dass man sich dann besser fühlt. Der Abteil schreibt, ich frage, wieso sie nicht einfach eine schöne professionelle Perücke zulegt. Ich finde einfach so ganz kurze Millimeterfrisuren passen viel besser zu Männern als zu Frauen. Ja, das war mir klar, dass das nicht alle schön finden, das müssen auch nicht alle schön finden. Eine Perücke kommt jetzt vielleicht für andere in Frage. Ich habe mir das ehrlich gesagt kurz nachdem ich sie abrasiert habe, auch überlegt. Ich habe gedacht, eigentlich könnte ich mir das noch vorstellen. Aber je mehr ich mich an die ganz kurzen Haare gewöhnt habe, desto weiter weg ist das eigentlich wieder gerückt. Und im Moment könnte ich es mir überhaupt nicht vorstellen, weil ich habe dann irgendwie wie das Gefühl, ich habe jetzt das so offen gezeigt, ich stand jetzt zu dem und mit einer Perücke würde ich das wieder wie verstecken. Das ist mein Gefühl. Ich glaube, dass Perücke etwas mega Cooles ist, etwas super Gutes ist, das ganz vielen Frauen hilft. Dann gibt es noch einen Kommentar von der Verena zum Thema Kopfform und wer denn so einen Buzzcut kann tragen. Sie schreibt, tja, jetzt weiss ich viel mehr, doch was, wenn man echt nicht die schöne Kopfform für eine 1mm Frisur hat. Passt echt nicht jeder Frau. Mit diesem Video geht es mir eher schlechter. Eine Gegenfrage, wer entscheidet denn, was eine schöne Kopfform ist? Wer entscheidet denn, ob sich jetzt eine Frau das machen kann, ob sie attraktiv genug ist, um das zu tragen? Und genau in dem Stil ist auch der Kommentar von der Yolanda. Sie schreibt, ich bin 29 Jahre alt und trage eine Kurzhaarfrisur. Es ist praktisch und gefällt mir. Ich höre immer wieder, dass ich mutig sei und dass ich es ja tragen könne. Das macht mich jedes Mal wütend. Wer entscheidet eigentlich, wer das tragen kann? Als dürfte man das als Frau nur, wenn man hübsch genug ist. Ja, und ich denke, das trifft den Nagel auf den Kopf. Zum Abschluss möchte ich gerne einen Kommentar vorlesen von der Angelika. Sie schreibt, «Danke, wir empfinden uns Vollhaarige als normal. Dabei ist den meisten nicht klar, dass unter mehr oder weniger schick frisierten Haaren und geschminkten Gesichtern die Volkskrankheit Scham liegt. Die meisten von uns gucken morgens in den Spiegel, um zu kontrollieren, ob sie gut genug, gesellschaftskompatibel und so weiter aussehen. Jeder Schritt aus dieser Normalität, aus welchem Grund auch immer, bedeutet für mich ein Wachstum des Bewusstseins in mehr wirkliche innere Freiheit.» Ja, mit diesen schönen und passenden Worten möchte ich das Q&A gerne abschließen. Danke vielmals fürs Zuschauen. Wenn ihr mehr von Rack sehen wollt, dann abonniert doch den Kanal.